So, heute werden wir mal Mutzenmandeln machen. Ich habe die Zutaten hier schon mal alle hingelegt. Oben links in der Mühle befindet sich normaler Zucker drin. Ich habe keinen Staubzucker. Den werde ich einfach nur kurz durchmalen. Den Ingwer werde ich nur einen Teil verwenden, nicht alles. So, ich habe jetzt hier Zucker drin. Da kommt Salz zu. Ich gebe den Zucker gleich von den gemahlenen Gewürzen 2 Löffel, vielleicht auch 3 Löffel zu, oder ruhig ein bisschen großzügig sein. Male den Zucker. Wer von vornherein Staubzucker hat, der nimmt einfach den Staubzucker. Ich hatte bloß keinen, deswegen muss ich den mahlen. So, ich gebe jetzt den Zucker, den gemahlenen Zucker, die Butter, die beiden Eier, bisschen Zitronenschale, ich nehme diesmal eine frische, sonst nehme ich immer aus der Tüte welche, hatte aber keine Tüte mehr. Möglichst nur das Gelbe nehmen. Aufpassen, dass man nicht das Weiße mit reinmacht, weil das Weiße wird dann sehr schnell bitter. So, jetzt reibe ich mir ein bisschen Ingwer auch mit rein. Und lasse es bei langsamer Geschwindigkeit gut durchlaufen. Ein Schluck rum. Man kann auch Rum-Aroma nehmen. Oder wer eben Rum nicht mag, aus welchen Gründen auch immer, weil vielleicht Kinder anwesend sind oder Kinder es nachher essen, lässt ihn einfach weg. Es wird jetzt einfach nur vermengt, bis es eine die Masse ist und dann kommt das Mehl dazu. Die Mutzenmandel ist nichts anderes als im Endeffekt ein Mürbeteig. So, wer sich jetzt wundert, warum jetzt der Besen drin ist, ich hatte zwischenzeitlich gewechselt, weil diese kleine Menge hat der Knethaken einfach nicht glatt gekriegt. So, ich wechsle jetzt wieder an den Knethaken, gebe das Mehl dazu. In dem Mehl ist schon das Backpulver mit reingesiebt. Und wer sich wundert, warum ich vorhin keine Vanille zugegeben habe, Vanille war bei der Gewürzmischung im Mörser. So, jetzt kommen die Mandeln zu. Ich habe jetzt hier gehackte Mandeln. Man kann auch die Hälfte der Mandeln noch kleiner vermahlen zu Mehl, mehr oder weniger. Die hätte man dann vorhin beim Zucker einfach die Hälfte mit reingeben können. Ich mag es lieber, wenn die Mutzenmandel nachher so ein bisschen Biss hat. Also wenn man auf einzelne Mandelstücke beißt. So. Alles rein. Einspannen. Langsamer Gang. Einen Mürbeteig kneten, den, wie gesagt, nicht zu lange kneten, weil sonst wird er brandig, das heißt, er fällt auseinander. So, der ist jetzt zu einem Teig gelaufen, er braucht also keine Knetzeit, er muss ihm nur glatt sein. So sieht er dann aus. Jetzt mehlen wir ein bisschen den Tisch. So, der ist jetzt nicht zu weich, nicht zu klebrig, genau wie der sein soll. Jetzt nehmen wir uns da einzelne Stränge von ab. Normalerweise würde man den jetzt mit dem Ausstecher die einzelnen Teile ausstechen. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Wir haben einen von Meistermarken, der kostet schlappe 1000 Euro. Aber man kann die auch von Hand formen, ist ja nicht so wild. Man macht erst eine Kugel,
Diese Kugel dreht man so ein bisschen spitz. Die Spitze sollte jetzt nicht zu spitz werden, weil dann würde die Mutzmandel an der Seite im Fett nachher verbrennen. So, das macht man mit dem ganzen Teig. So, hier sieht man zwei perfekt ausgeformte Mutzenmandeln. Die Spitze oben ist nicht zu spitz, sodass die nicht verbrennen kann. Wichtig ist auch, dass alle Mutzenmandeln gleich groß sind. So, das Fett ist jetzt auf 160, 170 Grad vorgeheizt. Wir nehmen jetzt die Mutzenmandeln und geben sie einfach ins Fett. Die gehen zuerst unter, aber nach kurzer Zeit, wenn sie anfangen zu treiben, sieht man, wie sie an der Oberfläche schwimmen. Wichtig ist, nicht zu viel reinzumachen, weil wenn die dann übereinander liegen und sich nicht mehr vernünftig drehen lassen, dann können die ganz schnell auf einer Seite verbrennen. Man sollte auch gelegentlich mit einer Schöpfkelle oder mit einem Messergabel oder irgendwas ein bisschen umrühren, damit die auch gleichmäßig backen. Nicht auf einer Seite schwarz werden und auf der anderen Seite überhaupt nicht backen. Und wie immer, wenn braun, dann fertig. Ich schätze mal, Backzeit wird so 3-4 Minuten sein. Wir haben jetzt Farbe gekriegt. Kurz ablaufen lassen und dann auf dem Küchenkrepp geben, damit das Fett noch ausgesaugt wird ein bisschen und noch lauwarm zuckern. So, ich gebe die jetzt hier noch relativ warm rein. Vanillezucker drauf. Und einfach durchzuckern. So, fertig sind die Mutzenmandeln. Viel Spaß beim Essen, beim Nachkochen. Wie gesagt, vor Vorschläge bin ich gerne offen. So, ich färbe die Mutzenmandeln, wie man sie auf den Tisch stellen könnte.